Ich habe ein kleines Problemchen. Ich muss eigentlich eine neue Insel besiedeln. Bitte fühlen Sie sich. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Ich muss eigentlich eine neue Insel besiedeln, damit ich Roger. Kommandoschiff. Ja, ich kann auch. Ich habe genug von allem. Metallschirm habe ich genug, Petrochemikalien und auch Credits. Auch wenn meine Creditbilanz dadurch ziemlich in den Keller geht. Also meine Creditbilanz nicht, aber meine Credits an sich. Hauptsache, ich brauche halt Quellen, weitere. Und hier sind eben richtig schön viele Bergplätze. 2, 4, 4. Damit ich eben mehr Strom produzieren kann und mehr. Von was brauchte ich denn noch mehr? Ich brauchte noch Sehr irgendwas gut. mehr. Die Custodians haben Ihnen bereits die Zustimmung erteilt. Hier Aluminium brauche ich auch noch mehr. So, dann baue ich nämlich hier erstmal Geothermalturbinen oder Geothermalturbinen. 115 reicht erstmal. So. Zack. Binden wir mal an natürlich. Zack. Auf. Hä? Eben war es noch im Minus. Warum war es denn jetzt wieder im Plus? Okay, pass mal auf. Also erstmal mache ich hier wieder Play. Dann kann ich da eigentlich auch wieder Play machen, ne? Und dann produziere ich hier drüben einfach auch noch. Guck mal, hier ist, liegt Metallschaum rum. Ich dachte jetzt, das sind die Fässer, die ich suchen sollte, aber anscheinend nicht. Und hier produziere ich dann nämlich noch Aluminium. So, dann machen wir natürlich auch einen Weg hin. Und auch gleich Module dran. So. Dann geht hoffentlich unsere Bilanz so weit hoch, dass wir mehr Aluminium produzieren. Strom, Konservennahrung. Konservennahrung müssen wir jetzt noch weiter produzieren. Dann machen wir das, machen wir doch auch glatt. Zack. Und dann machen wir hier natürlich noch Module dran. Machen wir es so und so und so. So, dann sind wir auf Null. Nicht so cool, also mach ich mal lieber noch eins mehr. So. Dann kann ich theoretisch hier nämlich auch dann wieder schön viele Arbeiter mehr bauen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Was eigentlich auch scheiße ist, weil jetzt produziere ich wieder zu wenig Konservennahrung, ich Idiot. Kann ich hier noch? Ja, ich kann hier tatsächlich noch ein Modul dranhauen. Dann bin ich wieder auf plus 1 zumindest. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Meine Kreditbilanz steigt gut mit 10. So, da hinten kann ich upgraden. Dann upgrade ich aber erstmal lieber die hier vorne. So, warum kann ich. Ach so. Nee. Kann ich. Ach, weil ich zu wenig Metallschaum gerade habe. Deswegen kann ich bloß so langsam upgraden. Neues Gebäude verfügbar. Korallenfarm. Schön. Schön, schön, schön. Allerdings noch nicht das. Was ist das jetzt? Stimulantien. Biotech-Waren. Verbraucht 10. Von wem werden die denn verbraucht? Ach so. Die Wissenschaftler. Ja, da muss ich mich ja nicht gleich drum kümmern, ne? So, Konservennahrung, Neuroimplantate. Die würde ich dann gerne nämlich auch natürlich zurücktransportieren. Die brauche ich ja in, auf der Erde. Ich bin ja immer noch auf der Erde. Die brauche ich in der gemäßigten Zone, meine ich natürlich. Da muss ich also auch dann nochmal gucken. Hier hinten kann ich ganz, ganz viel upgraden. Im Gegensatz. Und hier vorne. Aber guck mal, jetzt halt auch nicht. Ja, es mangelt gerade nur an Metall schon ein bisschen, deswegen. So. Was wollte ich denn jetzt noch hier? Genau, die. Da habe ich aber hier. Produziere ich die jetzt eigentlich schon Metalllegierung? Nee. Gebot auf Firmenanteile registriert. Eigenes Bieten wird empfohlen. Ich kann nicht bieten. Ich kann nicht bieten, ich habe kein Geld. Die Produktion läuft? Gut. Metall wie dieses kann neben dem Bau der Startrampe und der Shuttles für viele andere Dinge verwendet werden. Welche Firmenanteile werden denn gerade verschachert? Nein, die verschachern die letzten freien Firmenanteile. Abwerten. Ich kann halt nur abwerten, weil ich halt keinen Einfluss habe, um Transaktionssteuer zu nehmen. Was halt total schwachsinnig ist, dass ich dafür meinen Einfluss vergeude, ey. Weil das bringt mir jetzt in dem Fall jetzt gar nichts. Jetzt kaufen die halt einfach günstiger. Das ist jetzt sogar gut für die anderen, wenn ich meins abwerte. Das beschert uns Ich bin so ein endlich Idiot, ne? Seelenfrieden. Ich bin so ein Idiot.
72 die Stunde produziere ich, ja. So, jetzt ist hier auf alle Fälle alles vergeben. Und die werde ich mir jetzt weiter aufkaufen von den anderen, sobald ich Möglichkeit habe. So. Meine Kreditbilanz ist halt nur auf 2300. Warum? Verstehe ich nicht ganz. Ist aber auch nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Ich werde sehen. Das wird schon alles. Das wird schon alles. So, erstmal upgrade ich hier noch ein bisschen. Kann ich jetzt eigentlich das Ding benutzen oder nicht? Nee, das produziert nichts. Ich sollte doch hier auch irgendwas noch machen, ne? So, leckschlagende Ölfässer mache ich gleich. Ich habe ja erstmal hier 9 Superlegierungen und die würde ich gerne auch erstmal nach Ikuma Gletscher transportieren. Transferroute. Arktis Superlegierungen. Quelle. Ist ja eigentlich blöd, da steht. Wird in der Arktis produziert. Da muss ich auch nur eine Quelle auswählen. Ist ja logisch, dass es die Arktis ist. Von wo denn sonst? So. Nach Grünflut Archipel und der Wert 9. Bestätigen. Genehmigt die Superlegierung. Das freut mich. Bloß, dass meine Kreditbilanz dadurch noch weiter runtergeht. Aber es ist eine Mammutaufgabe, alle Teile ihres Raumfahrtprogramms zu koordinieren. Sie werden einige Verantwortlichkeiten. Erstellen Sie Transferroute für Neuroimplantate. Das wollte ich jetzt eh noch machen. So. Dass ich jetzt nämlich Neuroimplantate noch. Von da nach da. 18. Ja, ich brauche die in der Arktis ja, glaube ich, eh gerade nicht. Also mache ich einfach mal alle. Datenverarbeitung ist für Ihr Bodenpersonal äußerst wichtig. So. Gut, dass Sie mitgedacht haben. Dann haben wir das schon mal erledigt. Yep, danke. So. Strom ist okay, Arbeiter sind okay. Ich könnte hier halt auch noch weiter anwärmen, hätte ich beinahe gesagt. Muss ich aber jetzt eigentlich noch nicht. Guck mal, hier sind zum Sammeln anklicken. Metallschaum. Warum liegt hier einfach mal immer so mein Metallschaum rum? Ich würde mich jetzt gerade, oh, guck dir das an hier. Alle erstmal upgraden. So. Jetzt gerne um diese andere Mission kümmern. Sicherheitsabteilung, ja. Sammeln Sie leckschlagende Ölfässer mit Ihrem Fahrzeug. Da unten sind die. So, dann nehme ich mal mein Fahrzeug und fahre mal hier hin. Zack, Fahrzeug zum Sammeln hinfahren. So, machen wir das jetzt nämlich erstmal. Ich muss mir mal dran gewöhnen, auch mal so eine andere Ansicht zu nehmen. Hier so ein bisschen niedriger. Es sieht einfach besser aus auch. Zack. So, leckschlagende Ölfässer aufgesammelt. Das da auch noch einsammeln. So, hinfahren. So. Einsammeln. Zack. Nächsten Fässer. Wie auch immer die jetzt hier so dahin gekommen sind, ne? Ich sammle sie einfach ein. Eben waren sie ja noch nicht da. Ist aber egal. Fracht eingesammelt. So. Waren das alle dann? Ich glaube, müssen 5 gewesen sein. Eingesammelt. Und die soll ich jetzt ja zu seinem Flugzeug bringen doch, oder? Roger. Habe ich jetzt schon alle? Ich glaube. Ne, 4 von 5. Hier ist noch eins. Da, das muss ich noch einsammeln. Und dann geht's zurück zu ihm. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Zu wenig Konservennahrung wieder. Ah ja, stimmt, ich habe ja mehr gebaut. Da muss ich gleich mal... Das muss ich gleich mal beheben. So, jetzt kann ich das zu ihm abliefern. Und hier kümmere ich mich dann mal darum, dass ein bisschen mehr Konservennahrung hergestellt wird. Fische habe ich noch. Konservennahrung. Zack. So, dann baue ich hier mal Module dran. Tja, es bleibt viel übrig, wenn man eine Bohrinsel abbaut. Behalten Sie sie. Vielleicht habe ich noch mehr, das Sie entsorgen können. Okay. Wir sollten uns eine Zeit lang nicht sehen. Okay. Okay, warte mal ganz kurz. Ist das eigentlich derselbe Typ? Ja. Neue Möglichkeiten. Das ist der Typ. Bringen Sie Isovei-Kampfdrohnen an Ihrem Kommandoschiff an. Zerstören Sie im Moment. Zerstören Sie überflüssige Teile mit der Drohne. Okay. Sie versteigert hier gerade ein bisschen was.
Ich meine, warum sind meine Credits eigentlich so extrem niedrig? Kann mir das mal jemand erklären? Ich glaube, ich muss jetzt, bevor ich hier weiter was machen kann, ein bisschen dafür sorgen, dass meine Creditbilanz noch ein bisschen hoch geht. Das heißt, ich werde hier... Brauche ich dazu auch Credit zum Upgraden? Zum Glück nicht. Das heißt, hier ein bisschen upgraden, da ein bisschen upgraden, ne? Gehe vielleicht auch erstmal... Ist eine gute Frage. Soll ich hier vielleicht noch ein paar mehr Bevölkerung bauen? Weil ich habe hier jetzt noch schön warme Gebiete. So, dann bauen wir hier mal erstmal eine Straße hoch. Na komm schon. Zack. Nach Künf ist ineffizient. Oh, die brauchen auch Neuroimplantate. Ich habe natürlich alle runtergeliefert. Das ist nicht gut. Das heißt, ich sollte ein paar mehr Neuroimplantate herstellen. Und die stelle ich hierher. Brauche ich dazu Molybdän. So. Das heißt, ich baue... Ich habe keine Credits. Module kosten auch Credits. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ich upgrade hier mal. Neuroimplantate minus 1. Ich sollte halt wieder auf 18 oder so hoch, ne? Ich war jetzt auf 11 oder auf 18 oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich sollte auf alle Fälle wieder welche herstellen. Ansonsten bringt das natürlich alles nichts. Ohne Credits mal schwierig. Mal schwierig. Ich brauche 20.000. Ich könnte jetzt kurz warten, weil meine Creditbilanz ist ja recht gut gerade. Solange mir nicht wieder irgendjemand zwischenfuscht und mir die Credits abschöpft oder so, ist ja alles okay. Ich könnte hier zum Beispiel die mal nach oben verlegen. Jetzt dürften sie noch frieren tatsächlich. Eventuell, anscheinend nicht mal. Und hier baue ich dann nämlich einfach noch ein Modul dran. Wozu ich allerdings 30.000 benötige. Und deswegen erstmal tatsächlich hier die Aufträge annehmen würde. Diese Terroristen sind eine Gefahr und nicht nur für uns. Wir brauchen Unterstützung von höchster Stelle, um das hinzubekommen. Aha, hier kriege ich Einfluss, das ist gut. Und hier gut, dass Sie da sind. Iridium. Ich habe einen Job für Sie. Ich würde mal hier Lagebesprechung machen. Diese Leute keine Credits. Ich kriege keine Credits dafür, das ist nicht gut, Leute. Dann mache ich das danach. Ich brauche Credits jetzt eigentlich. Ich könnte halt auch einfach mal verkaufen. Hi, wie geht's? Was habe ich denn hier? Ich habe 40? Ist das da? Ne, beim Anfragen brauche ich ja hier. Ja, hier, na schön. 175 davon zum Beispiel. 195. Zack. Neue Märkte, da habe ich direkt ziemlich viel jetzt bekommen. Hier nochmal ein bisschen was drauf. Und hier verkaufe ich auch mal noch ein bisschen. Perfekt, optimal würde ich sagen. 100.000 Credits wieder. So kann man also doch ordentlich Geld kriegen, sag ich mal. Ich könnte ja auch mal ganz kurz rüber auf die Erde. Es dauert zwar mal ganz kurz, aber ich glaube, da kann ich auch wieder ein bisschen, oder kann ich natürlich auch ein bisschen was verkaufen und ordentlich Geld nochmal dazu kriegen und dann kann ich natürlich weiter ausbauen. Das ist natürlich gar nicht so schlecht eigentlich. Die Möglichkeit habe ich natürlich bislang noch nicht so wirklich genutzt, weil, ja, warum eigentlich, ne? Warum ist die eigentlich, ach guck mal, das sind ja auch unterschiedliche Arktisregionen, aha. Kann ich eigentlich, wenn ich das Unternehmen komplett aufkaufe, da auch selbst bauen? Das wäre immer interessant. Und cool. 98% kommen, laden wir ein bisschen schneller hier. Es ist bloß die Erde. Sicherheitskontrollen sind in Ihrem Raumhafen äußerst wichtig. Erst recht, wenn man es mit Terroristen wie der Orbital Watch zu tun hat. Ja, und das heißt, ich soll jetzt hier was machen? Upgraden, wenn ich Superlegierung habe. Optimale Eingabe 26 habe ich aber noch nicht, glaube ich. Ja, unsere gute alte Erde hier, gemäßigte Zone. Was wollte ich hier eigentlich nochmal? Achso, verkaufen, genau. Guck mal, ich habe ja hoffenweise Iridium und alles. Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Wenig Neuroimplantat, ich weiß.
So. Guck mal, hier habe ich zum Beispiel sau viel. Wobei das nicht unbedingt viel bringt. Guck mal, ich verkaufe einfach alles. Es wird ja eh nachproduziert. So. Hm. Gut. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt dabei erstmal. Gehe zurück zu Arktis. Und baue da wieder ein bisschen weiter. Neuroimplantate ausbauen und Konservennahrung und so. Damit ich weiter vorankomme. Und dann könnte man mit dem auch mal... Aber ich kriege halt keine Credits von dem. Das ist blöd. Wärmen Sie Manager einer gemäßigten Zone an. 0 von 1. Ich brauche bloß 1, aber dazu muss ich sau viel Güter produzieren. Habe ich eben schon gesehen. Oh, ich könnte jetzt mal hingehen hier. Weil, ne, ich müsste Stimulantien, Luxuskost, Quantencomputer, Replikatoren und Geheimhaltung machen. Ist halt sau viel. So. Erstmal mache ich hier mal Logistik. So. Baue ich mal hier oben. Inadäquater Warenversorgung. Ah, Superlegierungsroute ist jetzt auch ineffizient. Ist doch scheiße. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Warum ist das jetzt minus 5? Jetzt habe ich vor allen Dingen auch, produziere ich auch zu wenig Strom wieder. Mach ich mal einmal so und... Ja komm, 115 ist jetzt nicht viel. Ich mache mal gleich so auf 415. Und dann... Na, Credit Plan schon wieder nur bei plus 3700. Gucke ich mal. Konservennahrung ist gut im Plus. Fische allerdings nicht dafür. Also baue ich hier mal Fische. Fische, Fische, Fische. Keine Verkehrsanbindung. Ja, ich weiß. Ich baue hier erstmal Module. Und dann mache ich die Verkehrsanbindung. So. Plus 10 Fische. Perfekt. Konservennahrung ist gut produziert, Neuroimplantate. So, also muss ich noch mehr Neuroimplantate herstellen. Da wollte ich erstmal hier oben noch ein Modul dran bauen. Plus 5, okay. So, und Superlegierung sind 0. Muss ich auch mehr produzieren. Das heißt, Wissenschaftler, Superlegierung habe ich hier. Setze ich auch mal noch Module dran. So, plus 6. So, lass mich ran. Dazu brauche ich Tiefseekorallen. Natürlich Tiefseekorallen. Das heißt, die baue ich mal hier hin. Mit einer Verkehrsanbindung. Natürlich. So, dann habe ich eine Korallenproduktion von 2. Nicht unbedingt sehr viel. Also mache ich da gleich beide Module dran. Ich muss allerdings jetzt immer auf meine Credits aufpassen. Ich kann halt nicht mehr unendlich bauen. Und das ist so ein bisschen... Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Weil ich eine Zeit lang wirklich einfach bauen konnte, wie ich wollte. Oh, wo habe ich das denn hingesetzt? Ich setze mal hier ordentlich ran. So. Minus 15. Minus 13. Bauoptionen erweitert. Gaskraftwerk minus 9. Das gibt's ja gar nicht. Minus 1 Korallen auch. Das heißt, ich muss mehr Korallen bauen. Uiuiuiui. Zack. Keine Verkehrsanbindung, ich weiß. Die mache ich sofort, die Verkehrsanbindung. Zack. Dann mache ich hier auch ein paar Stimulantienproduktionen noch. Warum brauche ich denn so unglaublich viele schon davon, ey? Oh, jetzt fehlen mir natürlich wieder die Credits. Und meine Creditbilanz geht hoch. Okay. Ich dachte gerade, sie geht runter, weil es kurz so aussah, aber sie geht hoch. Das ist gut. Was ist das? Methanextraktor. Uiuiuiui. Guck mal, das sind jetzt hier die ganzen Sachen, die ich brauche für die, ne? die kriege ich überhaupt erst noch. Also, ich produziere die alle noch gar nicht. Und vielleicht wäre es auch gar nicht so dumm, erstmal noch mehr Beschützer zu holen. Draußen ist es kalt, oder? Damit die Creditbilanz erstmal noch gesteigert wird, ne? So ein bisschen gekitzelt wird. Ich weiß aber nicht, wie es mit Vitamin, Drinks und Konserven nach. Muss dann ja auch wieder hoch und Neuroimplantate. Hm. Ich muss niesen. Das ist nicht toll. Ja. Okay, geht wieder. Das kann doch nicht sein. Verkaufen die schon wieder was von mir? Ja, die eine verkauft wieder. Vor allen Dingen, ich bin der Einzige, der halt irgendwie dauerhaft im Plus ist im Gegensatz zu den anderen. Die sind halt... Sind die gerade alle im Minus? Ne, er ist der Einzige, der gerade im Plus ist.
Die anderen gehen alle, entweder sie gehen runter, das Symbol habe ich auch entdeckt beim Videoschneiden erst, das habe ich vorher noch gar nicht bemerkt hier, dass man hier sogar sieht, okay, er geht so relativ konstant, ne, gleicht sich jetzt wieder aus und dass die eben drunter gehen und so, habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich auch ganz cool. Ja, sollen sie kaufen, guck mal, ich könnte meinen Einfluss halt nutzen, aber das ist halt, 500.000 ist jetzt nicht viel, aber komm, Einfluss nutzen und ich will ein bisschen Geld dazu haben. So, 82.000, siehst du, so schnell kann man an Geld kommen.